Hallo zusammen, willkommen bei einem neuen Video von der DIVAE aus dem SEO-Bereich. Ich bin Markus, Head of SEO bei der DIVAE und heute dabei ist die Annika. Hi Annika. Hi Markus, freut mich. Ich bin Annika Konkoff, SEO-Consultant und jetzt seit knapp 3 Jahren bei der DIVAE. Und genau, freue mich heute mit Markus zusammen das Video über neue Content-Ideen finden, machen oder halten zu dürfen. Wir haben uns überlegt, was kann man denn machen, wenn quasi eine normale Keyword-Recherche einfach nicht mehr ausreicht? Man hat das Gefühl, man hat schon alle Themen irgendwie abgedeckt. Wie kann man denn noch wirklich neue Themen generieren, die man entweder für sich selber oder auch vielleicht für einen Kunden, wenn man selber in einer Agentur arbeitet, einfach noch finden kann und dementsprechend seinen Contentplan erweitern? Genau, da würde ich sagen, starten wir auch gleich mal durch. Wichtig ist natürlich erstmal, wenn ihr euch überlegt, neue Content-Ideen zu finden oder Contents überhaupt zu erstellen, für wen erstellt man denn diese Contents? Heißt, was ist meine Zielgruppe? Es gibt ja Unterschied zwischen zum Beispiel B2B oder B2C. Auf was bin ich einfach ausgerichtet? Einfach, dass ich das immer im Hintergrund oder im Hinterkopf einfach habe, wenn ich an das Ganze rangehe und da nicht einfach quasi vielleicht schon von Anfang an in die falsche Richtung renne. Da hat der liebe Markus auch einen ganz klasse Tipp für euch. Absolut richtig. Annika, du hast richtig gesagt, kennt eure Zielgruppe und vor allem, wenn ihr Content erstellt, setzt euch Ziele. Was genau wollt ihr mit dem Content erreichen? Es geht hier nicht darum, einfach auf Masse zu produzieren, sondern auch die richtigen Leute anzusprechen, die richtigen Leute da draußen im Internet zu erreichen. Das heißt, setzt euch Ziele, setzt euch smarte Ziele, das heißt spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und natürlich auch terminiert. Nur dann sind es gute Ziele, und ja, die solltet ihr auch bei der Content-Produktion immer parat haben. Genau, Annika, ich glaube, jetzt gehen wir schon in den ersten Tipp rein. Es ist, glaube ich, ein Tool, was du uns gleich zeigst. Und ich teile einfach mal deinen Bildschirm. Genau, sehr gerne. Ja, ich habe heute mein Lieblingstool beziehungsweise meine Lieblingsfunktion dieses Tools mitgebracht. Ahrefs hat eine ganz tolle Sache, nämlich die Content-Lücke. Grundsätzlich ist erstmal wichtig, um diese Content-Lücke zu benutzen. Heißt, wir starten noch nicht gleich rein. Wichtig ist erstmal, was kann ich damit machen? Ich kann mit dieser Content-Lücke nämlich zum Beispiel Gaps identifizieren, wo mein Wettbewerb einfach weitere Inhalte schon hat, die ich vielleicht noch nicht abdecke, oder auch Ideen, die ich vielleicht ein bisschen weiterspinnen kann. Einfach so als Inspirationsquelle ist es wirklich super, das zu nutzen. Grundsätzlich geht es hierbei nicht um die Wettbewerber, die jetzt quasi von meinem Unternehmen oder von mir persönlich definiert wurden als größter Wettbewerb, sondern hier geht es schon wirklich darum, dass man sich die Suchergebnisse anschaut und halt dementsprechend die SERP oder organischen Wettbewerber hier ins Auge fasst. Also da ist nochmal eine kleine Unterscheidung zu treffen. Mein Tipp ist, wenn man quasi nicht weiß, wie man da vorgehen soll oder was versteht man jetzt unter organischen Wettbewerbern, ich suche ganz gerne auch nach allgemeineren Sachen, sowas wie je nachdem Ideen oder Tipps jeweils angehangen. Heißt in dem Fall, wenn ich zum Beispiel eher in der Handybranche unterwegs bin, dann suche ich zum Beispiel nach Handyblogs oder Handytipps. Oder wenn ich zum Beispiel mehr in der Foodwelt unterwegs bin, dann schaue ich nach Foodblogs oder Foodrezepten, Foodratgebern. Einfach, dass ich da so ein bisschen generischere Keywords zusammen mit meiner Branche matche, um da einfach mal was identifizieren zu können. So, genug dazu. Ich springe einfach mal gleich rein. Ich habe mir jetzt heute die Food-Richtung, weil ich sehr gerne esse, einfach mal rausgesucht und mir die Domain Essen und Trinken hier genommen. Ich würde ganz gern anhand von der einfach mal zeigen, was man da so machen kann, beziehungsweise wie ich denn jetzt für diese Domain mir diese Content-Lücke quasi mal zusammensuchen kann. Heißt, wir sind jetzt in dem Tool drin, sind auf dem Site Explorer und haben die Domain hier einfach mal eingegeben. So, jetzt kommen wir erstmal auf die Suchmaske und wir haben hier links ganz viele verschiedene Funktionen. Ich gehe jetzt einfach mal auf diese Content-Lücke. So heißt die nämlich. Ist ein bisschen versteckt. So, und dann öffnet sich eigentlich schon ein ganz simples Tool. Da kann ich jetzt erstmal verschiedene Domains eingeben. Ich habe natürlich schon vorrecherchiert und mir mal ein paar Food-Blogs rausgesucht, die ich jetzt einfach mal hier eingebe, damit das natürlich nicht zu lang dauert. Wir können zum Beispiel hier noch Chefkoch. Chefkoch mit reinnehmen und
Ich glaube, Eat Smarter ist auch noch relativ bekannt, müssten vielleicht einige von euch auch kennen. Ich habe hier die Möglichkeit, noch viele mehr hinzuzufügen, mache ich jetzt nicht, der Zeit geschuldet. Und ich kann auswählen, bevor ich das Tool benutze, ob diese Ziele oder diese Domains, die ich oben eingegeben habe, innerhalb der Top 10 ranken sollen oder ob es mir auch wichtig ist, dass ich alle Ergebnisse wirklich sehe, wo die auch innerhalb der 20 bis 100 dann unterwegs sind. Wenn ich gar keine Ideen habe, kann das sinnvoll sein. Am Anfang reicht meistens Top 10. So. Ich gehe jetzt einfach mal auf Zeige die Keywords. Zack, und schon haben wir Ergebnisse. Klasse. Jetzt habe ich hier natürlich einen Wust an Keywords. Mir werden erstmal 204.000 angezeigt. Die möchte ich natürlich nicht alle durchschauen. Dementsprechend kann ich hier ein bisschen filtern. Ich kann mir zum Beispiel aussuchen, soll nur ein Ziel, zwei Ziele oder alle drei Ziele, die ich eingegeben habe, hier ranken. Ich würde jetzt in dem Fall empfehlen, immer mindestens zwei zu nehmen, weil damit kicke ich gleich meistens schon die ganzen Brand-Keywords mit raus, die mich sowieso nicht vom Wettbewerb interessieren. Heißt, ich muss nicht mehr auf Keywords ausschließen, was ich natürlich hier auch tun könnte gehen, aber habe die gleich somit einfach mal mitgekillt und kann mir natürlich auch hier das Suchvolumen einstellen. Ist, glaube ich, für viele auch immer relevant. Man hat so eine ungefähre Grenze, ab der man sagt, ab hier sind Contents für mich irgendwie oder Haupt-Keywords interessant. Ich nehme jetzt hier einfach mal die Grenze von 500. Ist meistens eine ganz okay. So, jetzt haben wir schon auf 12.000 Keywords mal eingegrenzt. Dementsprechend kann man natürlich immer noch weiter vorgehen mit Keywords einschließen, ausschließen. Aber ich glaube, das wird jetzt ein bisschen zu tief gehen. Das Prinzip ist, glaube ich, klar. Dementsprechend, wir sehen, wir haben jetzt hier ganz viele verschiedene Keyword-Vorschläge, wo wir quasi noch gar nicht ranken und der Wettbewerb zwei- oder dreimal sogar teilweise. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich habe natürlich schon vorgespickt, wir könnten uns doch mal das Wort Lilly Wildberry rausnehmen. Lilly Wildberry ist, glaube ich, ein relativ bekannter Drink. Sollten die meisten zumindest mal gehört haben. Ich gebe es einfach mal ein. Genau, handelt sich um Cocktail und das Erste, was wir hier sehen, was hier kommt, sind Rezepte. So, grundsätzlich, da ich jetzt gesagt habe, ich bin ein Foodblog und ich möchte Essen zum Trinken mäßig weitere Contents produzieren, ist das eigentlich ein gutes Keyword. So, da ich mich natürlich nicht nur auf das Tool verlassen möchte, kann ich natürlich dann noch ein paar Sachen machen, um wirklich abzuchecken, hey, macht es Sinn, hier das Keyword wirklich in die Contentplanung aufzunehmen oder nicht? Aber da würde ich später zu kommen. Erstmal schauen wir, wie das Ganze beim Tool SEMrush, falls ihr das im Einsatz habt, funktionieren würde. Genau, da starte ich gleich mal durch. SEMrush ist so ein bisschen auch das Tool meiner Wahl, gibt es auch bei uns. In der Agentur darf auch jeder Consultant letztendlich selber entscheiden, mit welchem Tool er arbeitet. Alle Tools haben ihre Vor- und Nachteile und ja, ich habe mich jetzt so ein bisschen auf die Arbeit mit SEMrush eingelassen und liebe es auch. Ich habe mir überlegt, ich bringe mal was mit, wenn man jetzt auch so eine Keyword-Gap-Analyse machen will, gehen wir rein zum Beispiel in promiflash.de. Genau. Auf die Suche, gucken wir auch die Keywords an, die in Deutschland ranken. Ja, das sind die Standardfunktionen. Es ist zum Beispiel auch in Ahrefs vorhanden. Und jetzt gibt es hier auch auf der linken Seite den Punkt Keyword Gap. Und hier hat SEMrush was ziemlich Cooles gemacht. Und zwar muss ich mir nicht die Domains überlegen, die die Mitbewerber sind, sondern SEMrush schlägt die aufgrund des Wettbewerbs, aufgrund der Keyword-Überschneidung schon von selbst vor. Das finde ich ist eine ganz smarte Funktion. Normalerweise kenne ich ja auch meine organischen Mitbewerber, wenn ich eine Domain betreue. Aber in dem Fall ist das schon ziemlich smart und ich kann mir hier zum Beispiel auch noch die Gala mit hinzufügen. Was bei Ahrefs auch ging, man kann hier hinten noch auswählen, ob man die Root-Domain betrachten will oder exakte URLs, Subdomains oder Unterordner. Das heißt zum Beispiel, wenn jetzt Annika bei dir die Rezepte zum Beispiel in einem Unterordner sind, da kann man auch nur den betrachten und bekommt dann auch ja, die exakte Überschneidung dieses Ordners und Brand Keywords und genau, die sind dann letztendlich schon rausgeflogen. Genau. Geht's auch vergleichen? Genau, jetzt ist so ein bisschen so eine ähnliche Darstellung letztendlich wie auch bei Ahrefs. Hier oben sieht man kurz den Vergleich und man sieht auch, wie groß die Gala auch einfach ist und wie hoch dieser Anteil ist an Keywords, die letztendlich so ein Promiflash oder VIP.de gar nicht abdecken. Ich bin jetzt angenommen mal der SEO von Promiflash und genau, schauen wir das Ganze auch aus Sicht Promiflash an und kann jetzt auch sagen,
alle Keyword-Details für Promiflash. Hier kann ich es mal auswählen und sagen, okay, gib mir mal die Keywords, die mir fehlen. Und dann sehe ich jetzt natürlich auch jede Menge, nämlich 78.000 ist mir natürlich viel zu viel. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich möchte einfach in den nächsten paar Wochen was schreiben zum Thema Schminken. Dann kann ich natürlich das Keyword filtern, Schminken. Ich weiß jetzt nicht genau, was kommt. Ich bin nicht der Profi beim Schminken, aber es gibt hier schon jede Menge gute Ideen. Natürlich sortiert auch nach Suchvolumen absteigend. Ja, man bekommt die üblichen Attribute auch zu den Themen und zu den Keywords. Genau, Joker schminken, Prinzessin schminken, gruselig schminken, Halloween kommt ja vielleicht bald. Genau. Also ähnliche Funktion auch wie Ahrefs, nur eine andere Darstellung. Aber diese Tools helfen enorm bei der Themenfindung. Und ja, das war so von uns die erste Anlaufstelle, wenn ihr solche Tools nutzt. Genau, da einfach mal auf die Keyword Gap Analyse gehen, weil ihr dürft ja nie vergessen, die anderen Marktbegleiter schlafen ja nicht. Die entwickeln sich ja auch ständig weiter. Dort gibt es ja auch findige SEOs und findige Content-Leute, die auch immer wieder Themen entwickeln. Und da darf man auch ruhig mal spicken. Nicht abschreiben, aber schon mal schauen, genau, welche Themen die Marktbegleiter behandeln. Ein weiteres Thema vielleicht auch oder eine weitere Möglichkeit, wie man diese Themen oder neue Themen finden kann, ist natürlich die klassische Keyword-Recherche, wie wir sie alle machen. Und dabei unterstützt in dem Fall zum Beispiel Semrush auch mit einem Tool, das heißt Keyword Magic Tool. Da ist auch ziemlich viel Magic drin, würde ich mal behaupten. Und ich habe vorhin schon mal ein bisschen gespoilert, ich gehe auch auf das Keyword Kfz-Versicherung. Und jetzt macht das Tool Folgendes. Es spuckt mir jetzt nicht nur plain eine Liste aus an Keywords zum Thema Kfz-Versicherung, sondern es geht viel, viel weiter und clustert die Themen schon unterhalb von diesem Keyword Kfz-Versicherung. Und das sieht man auf der linken Seite. Das ist jetzt hier sortiert nach Anzahl an Keywords. Es gibt zum Beispiel 3100 Keywords, die sich einfach mit dem Thema Kfz-Versicherung Kündigung beschäftigen. Dann gibt es hier Marken wie Hook, Allianz, AXA, DEVK, günstig, Schaden. Und hier kann man jetzt immer tiefer reindrillen, wenn man hier auch entsprechende Content-Ideen braucht. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Schaden, ich kann das aufklappen und dann kann man sich hier wieder reindrillen. Jetzt sind wir schon bei Kfz-Versicherung, Schaden, melden. Selbst hier gibt es noch 122 Keywords. Das Ganze kann man sich auch sortieren nach Suchvolumen. Was sind da natürlich die größten Treiber? Ja, Thema Kündigen ist immer ein Thema. Aber auch hier wieder Vergleich. Kfz-Versicherung, Vergleich ist jedes Jahr, September, Oktober kommt es wahrscheinlich, November, ein Riesenthema. Genau. Hier auch wieder darauf achten natürlich, wann wurde das Suchvolumen abgerufen. Kfz-Versicherung, Vergleich ist nicht immer hohes Thema, hat nicht immer ein hohes Suchvolumen. Genau, kommt dann wahrscheinlich auch saisonal. Das Ganze kann man sich auch entsprechend exportieren. Export und hier einfach anhaken, mit Gruppen exportieren. Erleichtert wirklich die Arbeit extrem, gerade wenn man eine neue Webseite aufbauen möchte oder auch einen neuen Bereich. Hier kann man sich ja schon stark inspirieren lassen für die Informationsarchitektur. Genau, spart jede Menge Arbeit und ist datengestützt letztendlich schon viel vorbereitet. Annika, ich zeige gleich noch ein drittes Tool in Semrush, wenn ich gerade schon dabei bin. Ich wusste es. Und das, das ist der. Oh Gott, jetzt weiß ich nicht, wo es ist. Ich hab's gleich. Topic Research hieß es so. Ja, es hieß Topic Research. Richtig. Ich gehe in das Topic Research rein. Ich habe es auch vorhin schon mal quasi aufgerufen, ausgefüllt. Thema Energiesparen ist gerade in aller Munde. Was kann ich denn schreiben zum Thema Energiesparen? Und dann gehe ich letztendlich in dieses Tool rein. Ich vermute, was das Tool jetzt hier macht, ist, die SERPs zu
scrapen, zu schauen, welche Themen sind hier. Und dann wird versucht, eine Art Clustering drauf zu bauen. Was zum Beispiel immer wieder kommt zum Thema Energiesparen, ist das Thema LED-Lampen. Spart unglaublich viel Strom, wissen wir alles. Aber wenn man sich hier mal, ja gut, bares Geld oder 50% sind jetzt keine Themen in Richtung Energiesparen. Aber man kann sich hier einfach mal inspirieren lassen. Energiesparen im Alltag, sparen im Haushalt, Energiesparen bei der Heizung, beim Handy. Gut, beim Handy weiß ich jetzt nicht, ob es so sinnvoll ist. Es sei denn, man will irgendwie vermeiden, dass man sein Handy so oft laden muss. Effizientere Geräte zum Beispiel. Und was echt cool gelungen ist hier, es gibt dir gleich die entsprechenden Überschriften aus den SERPs. Energiesparen, wer Stromfresser tauschen sollte. Genau. Also man sieht dir gleich auch konkrete Themen, die es schon gibt, die wahrscheinlich auch relativ erfolgreich sind. Genau. Das ist der Topic Explorer in SEMrush. Den wollte ich euch noch mitgeben. Ganz cool, oder? Also, ich finde ihn cool auf jeden Fall. Also hilft oft Sollte tatsächlich sehr weiter. Beziehungsweise auch die man wirklich. Kommunikation. Ja, sollte man wirklich mal ausprobieren. Gibt es auch noch andere Darstellungsweisen hier oben, weil ich mich jetzt nicht ganz so oft mit der Content-Erstellung beschäftige. Genau, bin ich jetzt hier auch nicht so firm, was man jetzt hier noch letztendlich sich anschauen kann. Aber glaube, dass das Tool hilft auch schon enorm. Genau. Top. Dann würde ich gleich wieder übernehmen. Wobei ich noch Sehr anmerken gerne. muss, ich bin auch nicht in jedem Tool so krass bewandert, aber ich habe halt meine Lieblingsfunktionen und pick die mir dann immer gerne raus, um zu kombinieren. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man einfach seine Standard-Lieblingstools oder Funktionen hat, weil wenn man immer alles ausprobiert, dann wird man nicht mehr fertig, sondern ich glaube, da muss man auch ein bisschen Learning by Doing einfach rausfinden, was für einen selber funktioniert. Genau. Absolut. Ja, ich habe mir gerade noch kurz ein Beispiel rausgesucht, weil ich ja vorher gesagt habe, wir haben uns jetzt quasi ein Content-Thema rausgepickt. Ich habe jetzt vorher mir den Lele Wildberry schon mal rausgesucht. Ich spring mal wieder kurz zurück. Genau, was wir noch prüfen müssen, weil grundsätzlich wollen wir ja nie nur auf ein Tool vertrauen oder einfach blind dann drauf losraufen. Deswegen ist es wichtig, dass wir vorher erstmal das Ganze noch mit einer Site-Abfrage prüfen. Heißt, wir schreiben Site-Doppelpunkt, unsere Domain dahinter und nehmen uns dann das ausgewählte Keyword unseres Herzens und schmeißen das quasi mal dahinter. So, und dann können wir nämlich alle Seiten sehen, die quasi nur für diese Domain irgendwie relevant oder rankable erscheinen von Google. Und können damit schon mal ausschließen, ob wir dazu schon mal einen Artikel geschrieben haben oder eben nicht. Weil nur weil es quasi jetzt im Tool nicht rankt, heißt es ja nicht, dass wir keine Seite dazu haben, die einfach vielleicht optimierungsbedürftig ist oder einfach mal einen Refresh braucht, um quasi den kleinen Stoß zu kriegen, um dann doch in den Ergebnissen zu erscheinen. Heißt, nur weil ihr es dann hier seht, heißt es nicht, dass ihr es nicht optimieren solltet, sondern dass es einfach vielleicht keine Neuerstellung ist. Genau, weil es aber quasi auch Seiten gibt, die jetzt nicht nur vielleicht Blogs haben, sondern auch noch zusätzlichen Shop, finde ich manchmal die Funktion bei größeren Seiten ganz cool, dass man zusätzlich noch nicht nur mit einer Site-Abfrage, sondern Site-Abfrage plus in URL quasi prüft, ob man das schon hat, weil es kann ja auch passieren, dass bei der Site-Abfrage mir jetzt plötzlich drei Seiten oder so angezeigt werden und ich möchte mich nicht durch alle drei durchklicken, weil ich die Zeit einfach nicht habe oder die Muße. Dementsprechend, wenn ich ein, ich sag mal, fauler Mensch bin, kann ich hier noch zusätzlich in URL quasi mit eingeben. Und dementsprechend, wenn ich jetzt einen Shop habe, zum Beispiel hier, ich habe mir jetzt zooplus rausgesucht, einfach meine Site-Abfrage wieder machen, zooplus.de, schmeißt dann in URL. Shop dahinter und weil ich Hunde mag, habe ich mir jetzt das Hundebett rausgesucht. So, ich habe es jetzt gerade noch nicht eingegeben mit URL. Heißt, wir sehen hier ganz viele verschiedene Sachen. Wir sehen auch, das erste Ergebnis ist quasi hier mit Shop drin, das zweite Ergebnis schon nicht mehr. Und jetzt sollten wir eigentlich erreichen, dass wir quasi das zweite Ergebnis, ja, nicht mehr sehen, sondern wir haben jetzt nur noch Ergebnisse aus dem Shop. Es sind immer noch super viele. Wenn man die Seite oder die Domain kennt, müsste man wahrscheinlich noch krassere Filtermöglichkeiten in der Verzeichnistiefe. Aber jetzt haben wir zumindest schon mal alles, was außerhalb dieses Shop-Verzeichnisses ist, rausgefiltert. Heißt, bei großen Domains sehr, sehr praktisch, beziehungsweise wenn man seine Seite kennt, einfach auch, wo man suchen soll.
Beziehungsweise je nachdem, ob man gerade auf der Suche nach informationalen oder eher transaktionalen Keywords ist, kann es da auch sinnvoll sein, einfach in unterschiedlichen Kategorien zu schauen. Weil im Shop möchte ich ja eher verkaufen und auf dem Blog möchte ich ja eher informieren und nicht andersrum. Genau. Das soweit mal dazu. Jetzt ist noch ein zusätzliches Tool, was wir quasi in-house haben, unser OnePro-SEO-Tool. Da ist es nochmal super, wenn man halt reinschmeißen kann, um nochmal sicher zu gehen, dass wirklich die Seite noch nicht rankt, weil ich bin ja so ein kleiner Schisser, ich gehe lieber auf Nummer sicher. Heißt, wenn ich mal ein Keyword identifiziert habe, dann verlasse ich mich nicht nur auf Ahrefs quasi, um rauszufinden, ob dieses Keyword wirklich in die Contentplanung sollte, sondern ich prüfe es gern zweimal nach. Dementsprechend können wir uns hier das Ganze auch einfach nochmal reinschmeißen. So, wir prüfen das Keyword Lily Wildberry für die Domain Essen und Trinken. Gehen einfach mal auf Live-Rankings abfragen und sehen auch hier, super, kein Rank, keine URL dazu gefunden, passt, Suchvolumen stimmt. Dementsprechend ist es wirklich ein Keyword, was wir in die Contentplanung gerne mit aufnehmen würden und dazu quasi einen Text erstellen. Ja, ich würde sagen, Markus, du hattest da auch noch einen sinnvollen Tipp, was man da denn noch so machen kann. Genau, ich wollte auch noch ein Tool euch unbedingt ans Herz legen. Es ist in der Basisversion auch kostenlos. Der eine oder andere kennt es mit Sicherheit von euch. Es ist Answer the Public. Und genau, ist so ein hübscher Roboter im Hintergrund. Ich habe sie schon mal eingestellt, Germany und Deutsch. Hier kann man sich das Keyword wieder überlegen. Da ich heute nicht gerade kreativ bin, nehme ich wieder Schminken. Ich hasse es schon, gell? Hat eben schon gut geklappt. Und jetzt wird für dieses Keyword Schminken werden jetzt verschiedene Werte letztendlich gesucht. Also alles Schminken in Verbindung mit Fragen, mit Präpositionen, Vergleichen oder auch Related Keywords. Und hier sieht man jetzt im ersten Moment vielleicht eine relativ unübersichtliche Liste, weil man muss sich drehen und gucken, ja, was ist da jetzt? Aber der Sinn ist natürlich klar. Zum Beispiel, wenn man sich, okay, wohin macht jetzt weniger Sinn, aber welche Schminke ist gut, welche Schminke passt zu mir? Also es gibt da wirklich unglaublich viele Fragen, auf die man eingehen kann. Man kann das Ganze hier auch entsprechend anders darstellen lassen. Da muss man seinen Kopf nicht so drehen. Was das Tool jetzt in der Basisversion nicht macht, ist natürlich das Suchvolumen mit anzeigen. Das heißt, man müsste hier oben bei Download CSV, kann man sich das auch runterladen und dann wiederum in den Tool seiner Wahl schmeißen. Und da sieht man auch das entsprechende Suchvolumen dazu. Aber es ist auch ein unglaubliches Füllhorn von Content-Ideen, die hier schon ausgegeben werden mit einem Klick. Und das ist wirklich ein unglaublich sinnvolles Tool. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Ich liebe es und nutze es auch tatsächlich regelmäßig. Gut. Fast schon Nackensport. Schon, gell? Aber wie gesagt, gibt auch einen CSV-Download und eine andere Anzeige. Da geht es ein bisschen besser. Gut, ich glaube, das war es jetzt schon an Tools, was wir euch mitbringen wollten. Letztendlich ist jede Content-Erstellung anders. Letztendlich braucht jede Webseite, jede Zielgruppe andere Contents. Man kann nicht immer bei der Ideenfindung gleich vorgehen. Das müsst ihr wirklich schauen, je nach Branche, je nach Kunde, je nach Zielgruppe. Ist das Ganze unterschiedlich. Das heißt, einmal kann man mehr in Blogs schauen, einmal kann man mehr diese typischen Frageportale, wie es sie auch gibt, Answer the Public, würde ich gerade sagen, Gute Frage oder Quora oder auch Reddit. Man kann dort reingehen, sich die Ideen holen für andere Branchen. Wiederum eignet sich YouTube, TikTok, Pinterest oder Insta, um sich Ideen zu holen. Es ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Genau. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist nicht die Anzahl der Contents, sondern die Qualität der Contents. Das ist auch mal was wir unseren Kunden predigen.
was auch unsere Content-Abteilung, unser Content-Bereich hervorragend umsetzt. Da freuen wir uns, dass das auch immer so gut funktioniert. Genau, also jeder Content, der erstellt wird, wenn er nur halbherzig ist, wird nicht so viel bringen wie einer, der wirklich gescheit aufbereitet ist, dem User-Intent entspricht, alle Themen abdeckt und einfach, ja, ich sag mal, gut recherchiert ist. Also da gilt wirklich Qualität vor Quantität. Kann man nur immer wieder sagen, da hast du vollkommen recht. Und was noch ganz wichtig ist, ist vielleicht ein Flüchtigkeitsfehler und vielleicht für viele sehr irrelevant, aber wenn ihr Keywords findet und schon eine bestehende Contentplanung für das laufende Jahr habt, checkt immer noch ab, ob dieses Keyword nicht dort schon vorhanden ist, weil sonst beißt ihr euch ins eigene Fleisch. Das noch Wort zum Schluss, würde ich sagen. Vielen Dank, Annika. Ich habe heute auf jeden Fall sehr viel über Ahrefs gelernt. Ich schaue da auch viel zu selten rein, aber es sind SEMrush und Ahrefs zwei tolle Tools. Lohnt sich immer mal einen Blick. Genau. Auf jeden Fall. Man lernt da auch Vielen nie aus. Dank. Ebenso. Stimmt. Wenn ihr da draußen Fragen habt, dann schreibt uns eine Mail an seo@diva.com. Freuen wir uns drauf, oder wenn ihr Feedback habt oder ja, noch andere Ideen, wie ihr Content findet, schreibt uns gern. Wenn ihr vielleicht unseren Newsletter noch nicht abonniert habt, könnt ihr das über diesen QR-Code erstellen, den wir mit viel Mühe erstellt haben. Genau. Gut. Perfekt. Super. Vielen Dank Dann. fürs Zuschauen. Vielen Dank, Annika. Genau, danke euch. Wir freuen uns über einen Daumen nach oben oder jegliche Kritik, Anmerkungen, Ideen für neue Formate. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.